Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Time. Bevor ich euch zeige, was wir alles gemacht haben, müssen wir noch eine Sache anfertigen, und zwar eine weitere Shape Card. Dies hat den Grund, dass wir die Sphäre fertig haben und das jetzt alles auskleiden wollen. Dafür brauche ich zwei, ein wenig Redstone, soweit ich weiß, Eisen und Papier. Hier haben wir Eisen. Papier können wir draußen abernten. Und Redstone muss ich aus einer der zahlreichen Truhen, die wir hier haben, suchen. So, haben wir hier irgendwo Redstone rumfliegen? Die brauchen wir eigentlich später. Ja, und da seht ihr auch schon das Ganze, was wir hier gemacht haben. Redstone, das nehmen wir auch mal mit. Noch mehr Zuckerrohr, das hier, das, das. Und go. Ja, wir balancieren uns hier gerade wirklich auf dem Kabel rum. Und so. Das hier wollen wir gerne. So eine Shape Card, kann man die konfigurieren? Ja. Sphere Hollow 53 53. Das wäre ein Donut. 53. So, das legen wir jetzt in mich rein. Legen das hier mit dazu. Da, das wird gerade alles ausgekleidet. Jetzt wollen wir nur noch mehr Marble. So, und hier haben wir schon einen riesengroßen Teil. Und ja. Hier, das ist jetzt auch wieder verschlossen. Und wir wollten uns... Ich wollte mich mit euch zusammen mehr um den Reaktor eigentlich kümmern. Das mache ich noch nicht, weil dadurch, dass wir so viele Kisten haben, gibt es eine Sache, die wichtiger ist. Nämlich Zertus Quarz.
Dust war das. Und Redstone. Und Sand. Das hier rausnehmen. Ah, nee. Das, das und das. Flu-X. Netherquarz. Ah, wir dürfen einen Ausflug in die Hölle machen. Dafür baue ich mir aber vorher eine Rüstung. Haben wir nicht noch Eisen dabei? Nee. So, das tun wir mal alles weg, bis auf ein Stack Torches. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Genauso wie das hier. Gut, dann brauchen wir das Obsidian. Wo ich gerade aber keine Ahnung habe, wo das drin liegt. Das war aber nicht alles. Wie ihr seht, da kommt schon einiges zusammen. Ich frage mich gerade wirklich, wo ich meine Obsidian hingetan habe. Ich hatte doch noch mega viel. Ich stand hier und habe hier aber auch nicht alles reingetan.
Okay, ich verstehe es nicht. So, dann machen wir mal eben was anderes. Dann machen wir nämlich hier so eins, dann können wir das, müssen wir das Obsidian aus dem Smeltery ziehen. Gut, ist jetzt halt nur ein bisschen umständlicher. Hier hatten wir übrigens noch Inderlili gefunden. So, dann sammeln wir nämlich jetzt ein bisschen Quarz noch. Dann lege ich mir bis zur nächsten Folge die Materialien zurecht. Dann können wir dann den kompletten Reaktor bauen und ein komplettes funktionierendes ME-System.
Gut, we need to go deeper. Keine Rückmeldung? Ja, das kann ein bisschen dauern, bis sie wieder drin sind. Wir sind auf Höhe 81. We need to go deeper. Alter, ist das die Army von Pigman-Soldaten oder wie? Was ist das? Ich mag die Geräusche von dem Gas nicht. Da ist ein schwarzes Loch. Na komm, lass mich in Ruhe. So, hier werden wir auf jeden Fall nochmal hinkommen.
Ich meine, wir haben jetzt 39, das sollte vorerst reichen. Okay, gut. Ich möchte auf jeden Fall noch einen weiteren Builder bauen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich in Steep Dark einstellen möchte, inklusive einem Reaktor. Das heißt, wir müssen dann zwei Reaktoren bauen. Das heißt, ich muss 8 Stacks Graphit und 8 Stacks Hilorium vorbereiten. Das wird eine fröhliche Nacht voller Farmen. Also meinen. Nur dann haben wir ausgesorgt. Was ich persönlich ziemlich geil finde. Irgendwie tut sich hier gerade nichts mehr. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier und fangen dann in der nächsten Folge mit frischer Energie wieder an, nachdem ich lange, lange Zeit gefarmt habe. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.